Quanta kentai yotokai udri. Die Goldschmiede der Hauptstadt haben zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet. Seid ihr einverstanden? Ah, ich hab zu viel Geld. Nein. Fanatiker haben das Hospital geplündert. Sie meinen, nur Gott könne sie durch eure Berührung heilen, Majestät. Nein. Um die beiden runterzukommen. Majestät, ich bin Meister Ware, Leiter der Händlergilde. Bitte nehmt ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Das hatten wir auch im letzten Test, ne? Einmal sage ich ja. Danach sollte ich vorsichtig sein. Majestät, die Wölfe fressen unsere Kinder. Dürfen wir sie jagen? Ich werde sie selbst jagen, dann werde ich sterben. Sowas riskiere ich nur, wenn ich wenigstens eins von denen da unten schon gemacht habe. Das täuscht dir doch nur vor. Nee, komm, das kriege ich hin. Bei der Jagd hattet ihr einen schrecklichen Unfall. Ein Jagdunfall. Ihr blutet so sehr. Holt den Doktor. Lass mich in Ruhe. Holt den Doktor. Mein König, ich spüre Fäulnis in euch. Ihr werdet sterben, wenn ich nichts unternehme. Ja, du was? Der Einhändige. Oh, feier. Ja, der einhändige Geralt. Ich hoffe, er hat keine weißen Haare und gelbe Augen. Einhändig wäre es bestimmt nicht so cool für ihn. Mit seinen zwei Schwertern. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Nee, nur leicht. Wir sind gerade eigentlich relativ gut bestückt, was die vier Werte angeht. Kirche könnte ein bisschen höher werden. Beim Forschen bin ich auf eine neue Methode gestoßen, Alkohol zu destillieren. Den Gewinn möchte ich teilen. Nein. Der Erzbischof meldet sich zu Wort. Die Bevölkerung im Norden ist abergläubisch und gottlos. Baut mehr Kirchen. Es wird viel Geld kosten und viel die Kirche stärken. Dann bin ich hier zu niedrig und da zu hoch. Wenn ich Nein sage, bin ich eventuell gleich tot, weil es zu viel von der Kirche wegnimmt. Also ja, ist okay. Die Nonnen eines Klosters haben begonnen, wie Katzen zu miauen. Das ballt sich aufs Dorf aus. Da musste man nichts machen. Die Kirche macht sie zu Ketzern? Ja. Die Nonnen miauen noch lange. Schließlich erklärt die Kirche sie zu Ketzerinnen und brennt das Kloster nieder. Ein Großbrand zerstört eure Burg, Majestät. Rettet die Garnison. Rettet die Schatzkammer. Die Schatzkammer. Armee, es ist knapp davor, mich umzubringen. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Mag die Kirche bestimmt nicht und kostet Gold. Nein. Die Baronien des Ostens greifen an. Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Ja. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ihr müsst mir Soldaten rekrutieren. Wenn ich das aber tue, geht die Bevölkerung den letzten Zipfel runter und dann ist es vorbei. Also nein? Okay. Also die müssen beide hoch. Und der Doktor meldet sich. Majestät, euer Urin riecht heute Morgen nach Rhododendron. Warum weißt du, wie mein Urin riecht? Ihr solltet vor einer Weile nicht reiten. Warum beeinflusst das die Armee? Ich denke, die Armee findet es toll, wenn ich reite. Dann sage ich nein. Ha. Rex möchte, dass wir ihm folgen. Ja gut. Warf. Rex läuft um die Burg herum und bringt euch in den Thronsaal zurück. Nein, nicht hierhin. Wofgr. Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen auf dem Marktplatz. Was? Okay, was haben wir hier? Sagt nichts. Ich sehe einen König, einen Adligen, ein König. Ruhmreich und von majestätischer Gelassenheit. Vor ihm liegt ein Hund, eine Ruine, eine Ruine. Schlussendlich wird der Insulaner seine Rolle spielen.
Also wir sind irgendwann ein ruhmreicher König und wir stehen vor einer Ruine. Macht weiter. Genau. Macht weiter. Was macht 600 Goldstücke? Wie viel ist 600? Nicht so viel, ne? Okay. Rex jault verzweifelt. Irgendetwas stimmt nicht. Den Hund treten, den Hund streichen. Nee, komm. Keine. Oh, okay. Da ist der Teufel. Dies wirkt sich jedes Jahr aus. Diabolus. Die Zeit ist verschwunden. Der Raum ist aus den Fugen. Und da ist er wieder. Euer Mund schließt sich, als hätte er nie einen gehabt. Kleiner König, kleine Marionette. Ich kann nicht wirklich irgendwas auswählen, es kommt trotzdem kein Wort. Wenige Gedanken. Viele Tode. Alles ist null. Vor Jahrhunderten habt ihr im Gegenzug für eure Seele ewige Macht verlangt. Hab ich das? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Zum Glück war von Sterblichkeit nicht die Rede. Jeder eurer Tode ist ein Genuss. Und ein noch größerer ist die Wahl, vor die ich euch jetzt stelle. Geht, kleine Marionette. Wir sehen uns in 666 Jahren wieder. Achso, es war gerade das Jahr 666. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Und das, meine Damen und Herren, war der Teufel. Furchtbarer Fluch. Todeswunsch. Der nächste Charakter, zu dem er Ja sagt, wird sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob der permanent stirbt. Oder nur in diesem Leben. Als ob seine Karte quasi komplett aus dem Spiel genommen wird und alle mit ihm assoziierten Karten. Also ich muss sehr vorsichtig sein mit dem nächsten Ja. Sir Jess ist nun Adeliger. Wen will ich denn mal töten? Herr, wir werden angegriffen. Bettler dringen unsere Straßen vor. Wenn ich werf sie raus sage, ist das dann ein Ja und er stirbt? For science? Nein, es muss schon ein Ja sein, okay. In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer soll sich um die Sache kümmern? Ihr? Die Kirche. Nee, die Kirche dreht gleich durch. Ihr. Und wir haben 20 Jahre erreicht, sehr schön. Majestät, möchtet ihr von meinem Kuchen probieren? Dafür ist es zu heiß. Oder euer Diener will probieren. Madame Grey, den Namen mal kurz merken. Der Kuchen ist sehr lecker und die Bevölkerung mag das, dass ich meine Diener kosten lasse vom leckeren Kuchen. Ist ja nicht so, dass ich ihn als Vorkoster genommen habe, falls Gift drin ist. Das hat damit absolut nichts zu tun. Er muss die Bevölkerung töten. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreiches heiraten? Nein. Also, weil die Bevölkerung es toll gefunden hätte, das kann ich jetzt nicht machen. Meine Forschung hat noch nichts ergeben. Soll ich sie weiterführen? Nein, nicht Ja sagen. Dann ist er tot. Nein. Fürchte den schwarzen Vogel. Er wird nie gute Neuigkeiten bringen. Nein. Wir sind alle zu hoch. Zu viel Zucker, Majestät. Das bringt euch noch um. Aber es ist ein süßer Tod. Spielen wir eine Runde Roter Zwerg, Majestät. Ich könnte ihn töten. Ich könnte ihn echt töten. Will ich den Jester töten? Okay, Junius Schandmaul ist jetzt gleich tot. Mal gucken, ob ein neues Schandmaul auftaucht. Später in diesem Jahr wird eine schrecklich zugerichtete Leiche aufgefunden. Alles nur, weil er würfeln wollte. Die Kirche befindet sich in einer Krise. Ihr müsst unsere Religion reformieren. Moment, nicht so schnell. Ihr seid zu hoch. Meister Ware möchte einen Marktplatz bauen. Er wird unsere Wirtschaft dem Fernhandel eröffnen. Ja. Der Turm der Basilika verfällt. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, ist okay. 30 Jahre schon. Hammer. Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen.
Oh, das ist perfekt. Es gibt mir Geld, was macht die Bevölkerung stinkig. Jo. Was? Piau. Piau sagt, ein Dorf im Süden fordert Polygamie. Die Armee. Ach, warum wollen die auch Spaß haben, oder wie? Schickt die Kirche. Die wird natürlich weniger, richtig? Nein, die wird mehr. Als sich austoben darf. Die ganzen Sünder flagellieren. Eure Armee braucht einen guten Anführer und ihr habt mich ausgewählt. Hört auf meinen Rat. Nein. Unsere Ingenieure haben eine neue Waffe entwickelt. Wollt ihr sie in Funktion? Das hört sich gefährlich an, wenn du das so sagst. Aber ich sag mal ja, sonst geht die Armee zu weit runter. Als ihr den Versuchsraum betretet, greifen eine Gruppe von Soldaten euch an. Sterbt, Monster! Oh. Okay. Kein Duell, kein gar nichts. Wir sind einfach tot. Also wenn ein General auf mich zukommt und die Armee schon einigermaßen stark ist, sie war nicht so hoch wie jetzt, sie war irgendwo hier, glaube ich, und er möchte eine Waffe testen und ich soll mal mitkommen, dann sollte ich nicht mehr mitkommen in Zukunft. Aber 33 Jahre ist echt ordentlich. Ihr schmachtet im Gefängnis, bis euer Volk vergessen hat, dass es euch je gab. Schließ. Bestenliste. Gut, gut. Geralt der Alte. Mein lieber König, Wilhelm. Habt ein Erben, ist ein neues Ziel. Können wir doch mal. Braucht ihr ein Darlehen, Majestät? 2000 Goldstücke zu 5% Zinsen. Ist mit heutzutage Zinsen gar nicht mal so schlecht. Aber nein, danke. Ein Schiff steht unter Quarantäne, es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Ja. Das Schicksal ist da. Nicht Piau. Piau ist unser anderer Vogel. Das ist Schicksal. Es gibt Berichte, dass ein Drache in den Bergen Zerstörung anrichtet. Ich wurde schon mal von einem Drachen gegrillt. General. Oh. Ich möchte eine Messe zum Andenken an euren Vater lesen. Ja, unser Vater war sehr alt. Aber ich sag trotzdem nein. Oh, die Armee mag das auch nicht. Also die Armee scheint auch mit der Kirche zusammenzuhängen. Ich sehe 1000 Boote voll mit großen, kräftigen Männern. Sind sie angezogen? Was hast du für Träume? Ich lade General! Oh oh. Okay, ich dachte, dadurch wird der General irgendwie besser vorbereitet sein. Aber nein, es war was Negatives. Okay. Die Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet ungefähr für Reisen. Wir sollten sie säubern. Nein. Wir möchten eine neue Steuer für die Kirche erheben, die natürlich mit der Krone geteilt wird. Ja. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Wenn ich sie angreife, habe ich keine Armee mehr. Verteidigt das Land. Sehr gut. Trotzdem noch sehr knapp. Viel zu knapp da unten. Im Gefängnis gab es einen großen Ausbruch. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Nein. Was? Warum hat das jetzt weniger gemacht? Okay, also merke, Suchtrupp sorgt auch dafür, dass es weniger wird, wenn ich dann nein sage. Invasionsheere stehen vor den Toren der Stadt. Unsere Armee ist zu schwach, um etwas zu unternehmen. Zack. Ihr führt ehrenhaft die letzten Reste eures Heeres an und sterbt dramatisch und heroisch auf den Stufen eures Throns. Ich dichte einfach mal ein bisschen was dazu. Das war kurz. Nichts geschafft dieses Mal. Und sofort im 0. Jahr unserer Regentschaft sagt General Pollon, dass wir eine Ausgangssperre verhängen sollen. Ja, mach mal. Ihr sollt eine Weile nicht reiten. Ja, ist okay. Prinzessin ist noch in Ordnung, aber wir müssen dann die Bevölkerung und die Kirche ein wenig zurechtstutzen. Hallo, Königin Laurentia. Ich hätte gerne Erben. Oh, passend. Sie ist schwanger. Mein König, ich bin schwanger. Ich werde euch einen Sohn schenken, so wie es meine Pflicht ist. Na, endlich.
ihr Trikopmine. Königin Laurentia hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, Majestät. Wer soll sein Pate werden? Der Priester? Der General? Der General. Wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Die Bevölkerung sollte eigentlich... Nein. Sollten wir in Nachbarländern Botschaften einrichten? Vielleicht können wir so Kriege verhindern. Das stärkt dann die Armee? Oder schwächt es die Armee? Ja. Okay, ja, es stärkt. Das war nicht gut. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Waren kopieren. Ja, super. Was? Warum verdienen wir Geld dadurch? Das ist doch toll. So verdient man heutzutage doch Geld. Wir müssen eine neue Kirche bauen. Nein. Wir haben kein Geld. In einem entlegenen Dorf lehrt man die Kinder im Namen des Königs auszusprechen. Letztes Mal haben wir sie einfach machen lassen. Aber jetzt brauchen wir keine Bevölkerung. Also auspeitschen. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Bisher hebt ihn leicht an, aber ich denke, jetzt mache ich mal verdoppelt ihn, damit sowohl das Geld schön steigt, was ich brauche, als die Bevölkerung sinkt, was ich ebenfalls brauche. Sehr. Unter der Burg haben wir den Eingang zu einer Gruft entdeckt. Oh super, das ist das Verlies. Ich werde sie betreten. Dunkle Fallen. Kommen als neue Karten hinzu. Enter the Pungeon. Es gibt keinen Weg zurück und in eurer Abwesenheit verfällt das Königreich unweigerlich in Anarchie und Chaos, weil wir so ein guter Herrscher sind. Also alle vier gehen runter. Ich muss also schnell raus. Wir haben die Wahl zwischen der Salztür und der Arsentür. Ich nehme mal Salz. Das Skelett schreit oder lacht finster. Es macht halt komische Geräusche. Es hat ein langes Schwert. Angreifen. So, jetzt kommt das erste Duell. Also wir kriegen richtig schön viele Achievements hier. Und wenn wir das rechte nehmen, machen wir die Bewegung, die da angezeigt wird. Also wir gehen einen Schritt vor. Und wenn wir eigentlich nicht machen, macht er einen Schritt zurück. Es gibt auch noch Spezialmoves und es ist alles so ein bisschen wie bei Monkey Island mit den Wortgefechten. Man lernt dann neue Wörter, die man sagen kann oder Sätze, die man sagen kann. Dementsprechend gibt es noch andere Moves mit Wurfdolchen und Dropkicks und was weiß ich. Es ist ein sehr lustiges Minispiel. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Genau, er ist vorgegangen. Für jemanden, der lebendig ist, redet ihr nicht viel. Dann mache ich einen wütenden Eber. Ein Skel, eine Ratte, ein Wurm. Sie tanzen mit König, Magier und Sohn. Wenn er das Schwert runterhält, heißt es, er bereitet für die nächste Runde eine Spezialattacke vor. Ein sehr kleiner König. Ha! Neue Technik, schummelndes Schwein. Okay. Das Skelett zerfällt. Ihr entschließt euch, nicht zu bleiben, um zu sehen, ob es neu entsteht. Neutrale Tür oder Erdtür? Ich nehme neutrale Tür. Die Wände sind dunkel und rußig. Wir haben schon wieder neutrale Tür und wir haben eine Feuertür. Also es ist nicht derselbe Gang, wo wir eben waren, sonst wäre das neutral und Erde. Also gehe ich nochmal neutrale Tür. Goldtür oder Gold. Ah, Schatz. Öffnen oder weitergehen? Öffnen. Deinen Schlüssel gefunden. Anscheinend ist rechts eine Tür, aber deutlich zu erkennen ist sie nicht. Weitergehen. Ah, okay, umkehren. Das Königreich ist eigentlich schon in Schutt und Asche. Wenn wir rauskommen, ist alles vorbei, aber wir haben wenigstens drei Achievements gemacht. So, neutrale Tür war Sackgasse, also Feuer. Luft. Ihr spürt frische Luft und seht Licht hinter dieser Tür, aber sie ist geschlossen. Mit dem Schlüssel öffnen. Haha. Ich weiß jetzt nicht, ob das jedes Mal so ist. Das ist das erste Mal, dass ich erfolgreich rausgekommen bin. Es könnte sein, dass wir jedes Mal erstmal Schlüssel finden müssen und dann erst raus können. Zur Burg zurückkehren. Oh, wir haben doch nicht alles ganz runter. Komisch.
Nun gut. Euer Königreich ist arm und schwach. Ein wohlwollender Freund von mir möchte euch helfen. Kostenlos. Ja, Meister Ware, du bist schon mal gekommen und ich wollte dich eigentlich kein zweites Mal annehmen, aber es sieht nicht so gut aus. Ja. Ein Großbrand zerstört eure Burg, Majestät. Rettet die Garnison, rettet die Schatzkammer. Nee, rettet die Garnison. Nee, Schatzkammer. Garnison? Schatzkammer? Garnison. Wir haben ja gerade erst Gold geschenkt bekommen. Eine eurer Entscheidungen wird Tausenden von Unschuldigen den Tod bringen. Das hatten wir schon ein, zwei Mal. Nein, wird sie nicht. Die Ernte war fantastisch, Majestät. Okay, gebt dem Volk zu essen, gebt dem Heer zu essen. Gebt dem Heer zu essen. Entsendet die Armee Richtung Osten. Das ist gerade okay, wir haben schön viel Armee. Baronin des Ostens greifen. Ich dachte, ich habe sie gerade angegriffen. Das hat wohl nicht gereicht, hm? Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Das ist auch okay. Wer bist denn du? Prinz Gottfried. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen. Ja. Unser Sohn wurde entführt. Ich flehe euch an, unternehmt etwas. Nein. Ja, natürlich. Oh, das hat zu viel Geld gekostet. Und Prinz Gottfried, der gerade erst vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, bringt uns um. Was? Jo. Vorbei. König ist tot. Aber drei Achievements. Das ist ordentlich, würde ich sagen.